auf ein weiteres. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht wird ja diese Aufnahme gespeichert. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte jetzt in der letzten Woche deswegen keine Videos von mir gegeben, weil ich keine aufzeichnen kann. Also ich werde auch das jetzt sehr kurz halten. Ich habe geguckt, vielleicht mache ich jetzt einfach, weil so 4,5 Minuten werden immer gespeichert. Alles, was darüber hinausgeht, vor allen Dingen, wenn ich über irgendwas ganz Bestimmtes rede, dann gehen die Kameras aus und zeichnen nicht auf. 3 verschiedene Kameras. Ja, ansonsten bin ich jetzt 3 Wochen Mainstream-frei. 3 Wochen kein Politikergesicht gesehen, 3 Wochen kein Statement von irgendeinem mitbekommen, 3 Wochen kein Blödsinn, nichts von alledem. Schön auf mein Leben fokussiert und was damit wirklich zu tun hat. Dem Ruf meiner Ahnen gefolgt, die mich haben wissen lassen, dass sie uns was hinterlassen haben. Halt unsere Souveränität. Und ist auch ein großes Thema im Moment. So, was ist eigentlich wirklich passiert auf dieser Erde? Und welche Geschichte könnte eventuell eine Erklärung bieten für alles, was da so zu finden ist auf dieser Erde? Weil es da ja so viel gibt, was durch unsere Geschichtsschreibung halt einfach überhaupt nicht erklärt werden kann. Ja, und was mich jetzt aber gerade noch dazu bewegt hat, hier das einfach nochmal zu versuchen mit dieser Technik und das aufzunehmen, und wenigstens ein paar Minuten, war das Gefühl, dass mich gerade beschlich. Ich habe ein Wochenende, also ich hatte jetzt 24 Stunden Besuch, 2 Freundinnen waren hier, sind tätowiert und Kopf aufgemacht. Schön, schöne Zeit. Und jetzt gerade saß ich halt einfach hier so auf meinem Sessel und das alleine ist schon eine Tätigkeit, die ich sehr genießen kann. Einfach auf meinem Sessel zu sitzen und das zu genießen. Ja, und da hatte ich auf einmal das Gefühl, auf einer Reise zu sein, und das hier ist quasi mein Zugabteil. Weil ich wirklich gerade das Gefühl habe, dass dieses ganze Spektakel da draußen regelrecht an mir vorbeirauscht. Und das ist halt eben ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man halt vorher gemerkt hat, Alter, ich stehe da mittendrin, das rauscht durch mich durch und ich kann mich überhaupt um gar nichts anderes irgendwie mehr kümmern. Und das zieht sich quasi durch meine ganzen Tätigkeiten und Aktivitäten im Alltag. Nee, es rauscht an mir vorbei. Es rauscht gerade wirklich und innen. Und ich empfinde auch diese Ruhe hier halt eben als etwas extrem anderes, was sehr lebenswert, erlebenswert ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es gerade habe. Ne, mir dankbar dafür, dass ich es mir ermöglicht habe, die nötigen Schritte gegangen zu sein, hierher zu kommen, an diesem Punkt, wo ich das habe, wo ich einfach alles da draußen mal an mir vorbei rauschen lassen kann, meine Mitte in mir selber finde, gerade mit solchen Dingen beschäftigt bin, mit der Frage, was kann ich mit meinen Händen eigentlich tun in Bezug auf eine schönere Welt? Oder überhaupt nicht schöner, das ist schon wieder einfach nur irgendwann zu den Ahnen zu zählen, die ihren Nachkommen was hinterlassen haben, was sie auch haben wollen. Gut ausgedrückt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich mache mal auf Pause.